Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Der ÖVP-Korruptionsausschuss und damit natürlich auch die Ladung von illustren Zeugen wie Thomas Schmidt und Co. dürfte seit heute Geschichte sein. Die ÖVP wirft der Opposition Hexenjagd vor. Die Opposition ärgert sich logischerweise über dieses Abdrehen. Was da wirklich gelaufen ist, das werde ich meine heutigen Gäste fragen. Einerseits den SPÖ-Fraktionsvorsitzenden im Urschuss, Jan Greiner. Schönen Abend. Andererseits den FPÖ-Urschuss-Fraktionsvorsitzenden und Generalsekretär, wieder Generalsekretär der FPÖ, Christian Haffenegger. Schönen guten Abend. Vielleicht können Sie mir erklären, was da heute passiert ist. Jagen Sie Hexen? Nein. Die Wortwahl von Kollegen Hanger, tut mir leid, aber die will ich gar nicht kommentieren. Dem ÖVP-Fraktionsvorsitzenden. Ja, will ich gar nicht großartig kommentieren. Was ist passiert? Wir haben gestern, waren wieder vier Fraktionen der Meinung, ja, diese drei Termine sollten wir machen. Die ÖVP hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Und dann haben wir gesagt, na, wenn es keine Auskunftspersonen gibt, dann wollen wir zumindest noch Akten anfordern dürfen. Wir müssen ja dann unsere Berichte schreiben und haben uns dort einvernehmlich geeinigt, 13 Uhr am nächsten Tag. Dann ist schon einmal ein erstes Foul passiert, nämlich der ÖVP-Fraktionsführer Hanger hat gesagt, er unterschreibt den Rundlauf, also jede Sitzung bedarf immer der Unterschrift von allen Parteien. Er unterschreibt das erst, wenn wir quasi gesagt haben, welche Akten wir anfordern müssen. Das ist eigentlich ein Foul, weil Akten anzufordern ist ein Minderheitenrecht. Und es ist nicht so, dass eine Partei quasi hier Zensurbehörde spielen darf und sagen, naja, das gefällt mir nicht. Wir wollten jetzt keinen Streit, haben das der ÖVP geschickt und die hat uns dann gestern noch schriftlich gesagt, Prüfung bestanden, wir unterschreiben den Rundlauf. Und heute 11:55 kam plötzlich das E-Mail, wir unterschreiben den Rundlauf nicht, weil das, was da, also weil das nicht dem Sitzungsergebnis gestern entspricht. Ja? Bis heute rätseln wir genau darüber, was er genau gemeint hat. Das Problem ist, die ÖVP wollte nie diesen Untersuchungsausschuss, muss sie auch nicht wollen. Und sie hat von Tag 1, und die erste Auskunftsperson, wir erinnern uns, war der Bundeskanzler Nehammer, hat sie alles, was erlaubt und nicht erlaubt ist, getan, um die Arbeit des Untersuchungsausschusses zu stören. Und ja, jetzt sind sie vollkommen außer Rand und Band. Mhm. Christian Haffenegger, weil die ÖVP das nicht unterschrieben hat, ist der Urschuss de facto tot. Wie erklären Sie sich dieses Vorgehen? Naja, ich bin ja gelernter Niederösterreicher und ich möchte auch noch darauf replizieren, was der Kollege Greiner gerade gesagt hat. Also die ÖVP nimmt jetzt vor eine Sichtung, ja, schaut, welche Anforderungen ihr entsprechen, welche Inhalte bei einer Sitzung besprochen werden dürfen und was nicht. Und ich möchte an eine Aussage vom Präsidenten Sobotka erinnern. Ja. Auch der hat ja schon einmal vorgeschlagen, man möge ihm doch die Fragen im Untersuchungsausschuss vorher vorlegen, ja, damit er dann weiß, ob er sie am nächsten Tag zulässt oder nicht. Ja. Aber das ist nur ein sehr, sehr krauses Bild, das die ÖVP von Demokratie mittlerweile entwickelt hat. Und wir sagen ja auch immer, aus unserer Sicht sind die schon längst aus dem demokratiepolitischen Vertrauensgrundsatz rausgefallen. Ja. Was das heutige Prozedere betrifft, und wie gesagt, ich bin gelernter Niederösterreicher, da haben sich vor meinem geistigen Auge Szenen abgespielt. Und zwar kann man durchaus vorstellen, dass der Herr Hanger in seinem Büro gesessen ist und dass dann irgendwann einmal das blau-gelbe oder türkis-schwarze Telefon geläutet hat. Am anderen Ende hat es geheißen, Hanni hier, trat im Plätzchen ab aus Sicht der ÖVP. Ja. Und der Hanger hat genau das gemacht. Und das Schlimme daran ist, dass es ja da offensichtlich nicht nur um eine Alleinaktion der ÖVP-Fraktion im Untersuchungsausschuss geht, sondern dass es eine Tateinheit zwischen der Fraktion und dem Vorsitzenden, dem Präsidenten Sobotka, gibt. Also da wird ja schon seit Wochen ein politisches Ping-Pong gespielt. Hanger sagt nein, Sobotka sagt, er will es aber auch nicht entscheiden, die Fraktionsführer sollen sich wieder treffen, dazwischen wieder Referentenebenen eingezogen. Also man spielt dort auf Zeit und ich glaube, es geht am Ende nur darum, um diesen Anruf, den ich zumindest vor dem geistigen Auge habe, es darf einfach vor der Niederösterreich-Wahl nichts mehr in Sachen Untersuchungsausschuss in die Medien kommen. Und das ist aber das, was der Herr Hanger immer bekrittelt. Der Untersuchungsausschuss würde da irgendwie politisch sein. Mhm. Ganz offensichtlich ist es aber umgekehrt. Ja. Es muss das höchste Untersuchungsgremium in diesem Parlament nach der Pfeife der Niederösterreich-Wahl und der niederösterreichischen Landeshauptfrau tanzen. Das halte ich für schwer problematisch und das wird auch noch eine Diskussion nach sich ziehen. Ja, ich würde dem... Ich glaube, also ich sage selten, dass ich alles unterschreiben kann, was der Kollege Haffenegger sagt, aber in dem Fall muss ich sagen, ja. Mhm. Den Eindruck habe ich auch.
Okay. Natürlich sagt, ich muss auch die Seite der ÖVP, die hier nicht vertreten ist, einbringen. Der Christian Hafenegger hat es schon erwähnt, dass es euch in Wirklichkeit darum geht, jetzt politisches Kapital zu schlagen und das natürlich auch vor der niederösterreichischen Landtagswahl. Nein, wir haben ausdrücklich im November und im Dezember uns mit der ÖVP Niederösterreich beschäftigt, lange vor der Wahl. Und unsere Auskunftspersonenliste, die wo von den NEOS Personen oben sind, von der FPÖ und von der SPÖ, ist ja kein einziger aktiver Politiker aus Niederösterreich dabei. Wir haben immer gesagt, wir wollen nicht die Vermengung und die Vermischung von Landtagswahlkämpfen und Untersuchungsausschüssen. Das ist alles. Also wir haben jetzt nicht die Mikl Leitner geladen eine Woche vor der Wahl, sondern wir haben sie im November geladen. Da wurde dann so verzögert von der ÖVP, dass sie dann noch einmal eine Woche später, Anfang Dezember, gekommen ist. Und damit war das für uns erledigt. Wir haben unsere Fragen gestellt. Wir haben ja ein ganz gutes Bild bekommen, wie die ÖVP Niederösterreich ihre Wahlkämpfe finanziert. Das ist nicht sauber, nein. Aber das haben wir auch, also habe ich auch persönlich der Staatsanwaltschaft gemeldet, die jetzt auf Basis dieser Anzeige auch Ermittlungen begonnen hat, gegen so ein Firmennetzwerk, ein ÖVP-nahes, das hier auf Bundesebene von den ÖVP-Ministern immer Aufträge bekommen hat und sich gegenseitig immer so Scheinangebote gestellt hat. Das haben wir auch im Untersuchungsausschuss dargestellt. Und man sieht einfach, wie die ÖVP Niederösterreich agiert. Das ist ja eines der Probleme, die wir haben in diesem Untersuchungsausschuss. Der Auftrag war, zu schauen, wie korrupt ist die ÖVP. Und man muss sagen, egal in welches Bundesland man sieht, egal welchen Bund man anschaut, egal welches Ministerium, es ist überall dasselbe Bild. Die ÖVP macht Politik für Milliardäre, für Konzerne und für sich selbst. Und in dem Fall ist das auch die ÖVP Niederösterreich, hat so ein Firmennetzwerk, dass Bundesaufträge bekommt und wo unter Umgehung von Gesetzen diese Aufträge an diese Firmen gehen. Und dieselben Firmen machen dann zu sehr günstigen Bedingungen für die ÖVP, organisieren ihnen jetzt den Landtagswahlkampf. Mhm. Sie haben gesagt, de facto wird dieses Vorgehen jetzt auch Konsequenzen haben. Aber was können Sie da noch machen? Ja, dem also, voran muss man mal stellen, dass ganz offensichtlich die Persönlichkeiten, die Geschäftsordnung des Parlaments und die Verfassung erdacht haben, nicht mit einer Person wie Wolfgang Sobotka gerechnet haben. Das ist ja etwas, was uns den ganzen Untersuchungsausschuss schon begleitet. Er macht ja auch gar keinen Hehl daraus, dass er dort als parteipolitischer Vertreter sitzt, aber sicherlich nicht als über parteilicher Parlamentspräsident und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. Und dieser Untersuchungsausschuss, der hat in der öffentlichen Wahrnehmung ausschließlich deshalb etwas gelitten, weil eben die ÖVP hier aufgrund des Wirkens von Wolfgang Sobotka die Möglichkeit hatte, taktische Spielchen zu spielen. Also es kam zu diesen unsäglichen Geschäftsordnungsdebatten, es kam dazu, dass Befragungen nicht fertig durchgeführt werden konnten, so wie es bei der Frau Mikl-Leitner, aber auch bei Sebastian Kurz damals der Fall gewesen ist, und dass man ständig verzögert hat und blockiert hat und das Ganze heruntergedodelt hat. Ja. Und wenn jemand für den Ausgang oder für das Ende, für das Eheende dieses Untersuchungsausschusses verantwortlich zu machen ist, dann ist jedenfalls Wolfgang Sobotka, der alles mit seiner Fraktion und mit den Spitzenrepräsentanten der ÖVP abgesprochen hat. Das heißt also, hier bedarf es einer dringenden Geschäftsordnungsreform, aber nicht im Sinne des Vorsitzenden, der dann sagt, die Wahrheitspflicht abschaffen oder sonstiges, sondern wir brauchen dringend die Live-Übertragungen aus dem Untersuchungsausschuss. Es braucht eine Möglichkeit, dass man auch einen Vorsitzenden wiederum aus dem Untersuchungsausschuss heraus wählt. Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig. Und da haben wir eine Reihe von Dingen, die wir da auf jeden Fall bewerkstelligen müssen und auch bewerkstelligen werden. Und da werden wir natürlich auch die politische Diskussion dazu anziehen. Wenn es der ÖVP wirklich ernst wäre, hier diese Befragung noch sicherzustellen, habe ich ja gestern auch noch eine andere Lösung, einen anderen Lösungsansatz aufs Tapet gebracht. Und ich habe gesagt, ist ja in Ordnung, wenn die ÖVP aus welchen Gründen auch immer, aus meiner Sicht sind es taktische Gründe, der Meinung ist, dass man jetzt dieses Spielchen spielen muss, trotzdem aber aufklären möchte, was ich nämlich bezweifle, dann kann man ja auch noch einen anderen Weg wählen und man könnte jetzt mit der Mehrheit des Untersuchungsausschusses noch einmal eine dreimonatige Verlängerung beschließen, um wirklich genug Platz zu haben, die Termine zu finden, die Personen und auch wenn es nur die 3 Tage sind, die Personen zu befragen, die wir noch auf unserer Liste haben. Und das ist auch mein Angebot an alle Parteien. Es gibt 4 Parteien, die einen Konsens über diese 3 Tage erzielt haben, nur die ÖVP legt sich mit fadenscheinigen Gründen quer. Wenn der Präsident Sobotka jetzt Krokodilstränen zerdrückt und sagt, also, dann tut ihm leid und so weiter und so fort, ja, dann soll er bitte, wie er es sonst auch immer macht,
macht, auf seine eigene Fraktion einwirken. Und dann machen wir eine gemeinsame Verlängerung und dann schauen wir, dass dieser Untersuchungsausschuss nicht in einer Farce endet, von der ÖVP verursacht, sondern dass wir in aller Würde diese wichtige Aufgabe fertig erledigen können und auch zu einem vernünftigen Ende kommen können. Mhm. Der Christian Hafenegger hat es indirekt schon angesprochen. Der Wolfgang Sobotka hat ja an die Fraktionen einen Brief geschrieben, in der das außerordentlich bedauert, was da passiert ist. Sie verdrehen schon die Augen, das heißt, Sie glauben ihm das nicht? Nein, aus einem einfachen Grund. Es ist so, dass prinzipiell jeder Termin im Parlament muss immer von allen Fraktionen unterschrieben werden. Aber wenn einmal die FPÖ zum Beispiel einen Termin nicht unterschreibt, dann hat der Sobotka kein Problem, über die FPÖ drüber zu fahren. Das ist ja passiert im November 2021. Da ging es um eine Covid-Maßnahmenverordnung. Wir wissen alle, die FPÖ war da sehr kritisch gegenüber Lockdown und dergleichen. Da möchte ich aber nur eines dazu sagen. Das war damals zum Beispiel der Unterschied in der Qualität. Das war damals schlicht und ergreifend eine terminliche Verhinderung. Es war eine Großdemonstration im Gang und just zu dem Zeitpunkt wollte man die Sitzung ansetzen, was wir natürlich nicht befürworten konnten. Was die ÖVP jetzt aber gemacht hat bei diesem Rundlauf ist, nicht über den Termin zu diskutieren, sondern über die Inhalte und das ist neu. Mhm. Aber da geht es einfach nur darum, die FPÖ hat damals gesagt, ich unterschreibe den Rundlauf nicht und die Sitzung hat trotzdem stattgefunden, weil Sobotka sich einfach über das hinweggesetzt hat, was die FPÖ macht. Er hätte das genauso auch heute machen können, er hätte eine Sonderpräsidiale einberufen können. Er hat ja in der Vergangenheit hatte ja kein Problem, über die FPÖ drüber zu fahren, aber gegen die eigene Fraktion will er halt nicht. Da lädt er dann jetzt wieder zu einer Fraktionsführersitzung morgen ein. Also die hatten wir gestern. Das Ergebnis gestern war, wir machen eine Geschäftsordnungssitzung, damit wir noch Akten und Unterlagen anfordern können. Und jetzt sollen wir wieder zurückgehen zum Schritt 1. Ehrlich gesagt, das ist, ich verstehe viele, weil ich werde natürlich auch darauf angesprochen, das ist jetzt irgendwie so ein unwürdiges Schauspiel. Ja, ich sage immer, es ist kein Schauspiel, es ist eine Farce. Das, was hier auf den letzten Metern passiert, ist das, was begonnen hat bei Tag 1, nämlich Obstruktion, Sabotage und Verhinderung, wird jetzt am Ende noch einmal quadriert, multipliziert und jetzt dürfen wir nicht einmal mehr Akten und Unterlagen anfordern, weil die ÖVP das nicht will und der Sobotka die ÖVP dabei unterstützt, das zu verhindern. Mhm. Und da hört sich irgendwann auf, vor allem auch aus einem Grund. Ich war selber auch schon, ich bin ja schon länger im Parlament, ich hatte ja auch schon das Vergnügen, in Untersuchungsausschüssen zu sein als Regierungsvertreter. Mir wäre im Traum nicht eingefallen, das Minderheitenrecht zu beschneiden, so wie das die ÖVP hier macht. Es gibt vier Säulen, auf denen das Minderheitenrecht ruht. Das eine ist, die Minderheit darf den Untersuchungsgegenstand bestimmen. Da hat die ÖVP versucht, den auszuweiten. Wurde vom Verfahrensrichter nicht erlaubt. Die zweite Säule ist, die Minderheit darf selbstständig Auskunftspersonen laden. Da will die ÖVP das jetzt auch verhindern. Minderheit darf selber Akten und Unterlagen anfordern. Das verhindert heute die ÖVP. Und das vierte ist, die einsetzende Minderheit hat das Recht auf ein Mindestmaß an Sitzungen, nämlich zumindest vier im Monat. Wir sagen wir wollen nur drei. Und die ÖVP sagt einfach, nein, das ist zu viel. Also auch hier wird das Minderheitenrecht von der ÖVP beschnitten. Und das ist ein echtes, auch demokratiepolitisches Problem, dass wir hier eine Partei haben, die das Minderheitenrecht für Untersuchungsausschüsse aktiv kaputt machen will. Und das ist ein Riesenproblem. Jetzt hat aber der Jan Greiner auch schon angesprochen, dass er auch angesprochen wird auf das Image des Ausschusses. Jetzt kriegen wir das alle mit, dass die Leute sagen, naja, was ist das für ein Haufen? Und die schlagen sich die ganze Zeit die Schädel wechselseitig ein, also natürlich zum Glück nur im übertragenen Sinn. Ist das nicht auch ein Problem? Es ist ein Problem, aber es ist verursacht worden durch das permanente Fehlverhalten der ÖVP, das muss man ganz klar sagen. Also das hat einen Namen, drei Buchstaben ÖVP, das ist für mich ganz klar. Und wissen Sie,
Wenn man diesen Untersuchungsausschuss seitens der ÖVP mit einem Framing auch heruntertodeln möchte, muss man trotzdem auf die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses hinweisen. Ja. Es hat dazu geführt, dass ein Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler ist. Es hat dazu geführt, dass ein Gernot Blümel nicht mehr Finanzminister ist. Es ist die Ministerin Schrambeck weg, es ist die Ministerin Köstinger weg, es ist der Verfassungsrichter Brandstätter weg. Ja. Darüber braucht man gar nicht glücklich sein, unter Anführungszeichen, das erreicht zu haben, sondern es ist eher schockierend, dass man überhaupt so weit kommen muss und diese Dinge alle freigelegt hat, die wir freigelegt haben. Aber was mich am meisten stört am Verhalten der ÖVP ist das, dass es bis heute keine Schuldeinsicht und keine Entschuldigung bei der Bevölkerung in dem Zusammenhang gibt. Im Gegenteil, man versucht jetzt noch, das alles irgendwie herunterzumachen und in den alten Mustern weiterzuarbeiten. Man ist immer noch an den Hebeln der Macht, man versucht die Geschäftsordnung auszureizen, wo es irgendwo geht, man versucht jede Lücke irgendwie zu füllen und für die eigenen Interessen zu verwenden. Aber im Prinzip habe ich den Eindruck, dass die ÖVP aus den letzten eineinhalb Jahren nichts gelernt hat. Die machen weiter wie immer, obwohl die halbe Regierungsmannschaft ausgefallen ist, obwohl man eine Kindesweglegung mit Sebastian Kurz gemacht hat. Aber schauen Sie an, was jetzt gerade passiert. All diese Personen, von denen man sich gemeinsam mit Sebastian Kurz ganz schnell, von denen man sich da irgendwie distanziert hat, die kommen ja jetzt gerade bei der Hintertür wieder rein. Und das merkt man auch im medialen Stil der ÖVP im Übrigen. Aber grundsätzlich, worum wäre es da jetzt gegangen? Warum ist es euch so wichtig, noch zumindest 3 Tage rauszuholen? Ach, wir hätten auch 6 sagen können. Auch 6 Tage wäre im Rahmen von der Geschäftsordnung gewesen. Mhm. Wir wollten also jetzt gar nicht. Sind schon der Kompromiss. Das ist schon die Hälfte von dem, was an und für sich die Geschäftsordnung sagt, was das Mindestmaß ist. Aber worum geht es euch da? Einfach sage ich einmal, die letzten Tage einfach würdig zu beenden. Und das wollte die ÖVP nicht. Und vor allem Antworten von einem Thomas Schmidt zu bekommen. Ja, nicht nur. Auch ich meine, es sind so viele Themenfelder noch offen. Es haben sich so viele Auskunftspersonen da im November, Oktober, Dezember weggeduckt. Ja, und gesagt, oh, ich bin krank, ich bin im Ausland, ich kann gerade nicht, ich habe Urlaub. Dass wir die einfach noch hören wollten. Da geht es ja um die Frage, wieso hat René Benkum zig Millionen Euro weniger Steuern bezahlt, als das Finanzamt ursprünglich haben wollte. Wir haben das ja erlebt bei Wolf, Pira und so weiter, einfach diese Dienstleistung der ÖVP für die Millionäre in diesem Land, dass die einfach weniger Steuer zahlen müssen, als das Gesetz vorschreibt. Das war zum Beispiel ein Thema, was wir machen wollten, weil es einfach nicht geht, dass alle brav ihre Steuern zahlen, nur nicht die Allerreichsten, also nur nicht die Millionäre in dem Land, das geht nicht. Und die ÖVP, jetzt ist das, der Thomas Schmidt ein sehr pointierter Formulierer und ich will das jetzt gar nicht immer alles wiederholen, was er so, also wie er formuliert, aber ja, die ÖVP hat über Jahre eine Dienstleistung gehabt, also als Steuerberater für die ÖVP, nämlich quasi zu schauen, dass halt die Millionäre möglichst wenig Steuern zahlen in diesem Land. Und da gibt es einfach offene Fälle und die wollten wir einfach noch hören, weil wir sitzen auch, ich verstehe die Österreicher und Österreicherinnen, die sagen, sie haben genug gehört von der Korruption, ehrlich gesagt, ja, die Akten lesen ist auch nicht gut für meinen Blutdruck und eigentlich will ich auch was anderes machen in der Zwischenzeit und oft denkt man sich, ehrlich gesagt, dann liest du Vergabeakten und denkst, ihr hättet euch wenigstens bemühen können, irgendwie das zu verschleiern und nicht so offensichtlich. Ja? Da kommt gleich das E-Mail der ÖVP-nahen Firma, die zwei können es fragen wegen Vergleichsangeboten. Ja? Und die zwei kommen mit den Vergleichsangeboten und sind genau 500 Euro und 700 Euro drüber, ja? Und haben quasi abgeschrieben voneinander. Ach, ich meine, das ist ja, ehrlich gesagt, das tut ja oft weh. Und das tut besonders deswegen weh, wenn man sieht, es gibt gewisse Gesetze, die sollen dafür sorgen, dass mit dem Steuergeld von uns allen ordentlich umgegangen wird. Und die ÖVP tut eigentlich nichts anderes, als alle diese Gesetze zu umgehen, weil sie will halt das Geld so ausgeben, wie sie will. Sie will die Firmen beauftragen, die sie will und nicht die, die besten sind. Sie will jene Personen quasi in Funktion bringen, die sie will und nicht die am besten Qualifizierten. Und wenn man sie erwischt dabei, sagen sie, ach, das machen wir jeden Tag, das ist ganz normal. Und ich sage, nein, das ist nicht normal. Oder sie schreien, haltet den Dieb und machen weiter. Ja. Ich sage dazu, auch aus rechtlichen Gründen, die ÖVP dementiert all diese Vorwürfe. Ja, natürlich. Wundert mich nicht. Ja.
Das muss eben den Staatsanwalt und den Richter ausmachen, nicht mit uns. Darum geht's. Ja. Solche Sachen werden die am Ende Staatsanwalt und Gerichte klären. Aber Ihnen wäre es auch darum gegangen, dass der Thomas Schmidt noch aussagt, der das letzte Mal nicht aussagen musste, weil er noch laufend von der WKStA einvernommen wurde. Genau, das war ja damals die Begründung. Nicht? Und da muss sich auch da noch einmal diese fadenscheinigen Argumente der ÖVP in Erinnerung rufen. Ich meine, es gab einen Antrag auf Vorführung vor dem Untersuchungsausschuss. Ja. Der Herr Innenminister Kahn hat zuerst gesagt, er ist nicht zuständig für diese Vorführung. Da ist er doch draufgekommen und hat gesagt, ja, wer findet den Herrn Schmidt nicht? Ja. Und dann stellt sich heraus, dass der Schmidt 15 Mal bei der WKStA ausgesagt hat, 5 Einvernahmetage, ja, bei der WKStA in Graz, die sich das Gebäude mit der Polizei teilt. Ja. Das heißt, der ist 30 Mal, wenn man raus und reingehen zusammenzählt, vor der Tür von der Polizei vorbeimarschiert. Ja. Und die haben ihn in ganz Österreich gesucht. Ja. Also das ist schon aus meiner Sicht sehr, sehr eigenartig. Und da wäre es auch interessant, auch die ganzen Vorgehensweisen im Innenministerium noch mal hinterfragen zu können, auch beim Herrn Kahner, was da tatsächlich Sache gewesen ist. Aber aus meiner Sicht hat der Herr Schmidt damals versucht, seine Situation mit den Befragungen dazu zu nützen, nichts zu sagen. Aber jetzt ist für mich der Zeitpunkt erreicht, wo es muss und wo es müsste. Und genau deswegen hätte ich ihn auch gerne gehört. Und noch etwas, ich meine, da bin ich vielleicht einmal anderer Meinung was im Vergleich zur SPÖ. Für mich hat der Thomas Schmidt nach wie vor keinen Grundzeugenstatus verdient. Einen Grundzeugenstatus verdient aus meiner Sicht jemand, der sozusagen eine geringe Beteiligung an einem Verbrechen, an einem potenziellen hat. Ja. Also ich bringe da immer den Vergleich, der Fluchtwagenfahrer bei einem Banküberfall. Ja. Also den kann man vielleicht dann befragen, wer waren die 3 Maskierten da drinnen. Ja. Aber der Thomas Schmidt ist für mich nach wie vor einer, der mit der Pumpgun im Kassensaal gesessen ist und schon alleine deswegen, oder gestanden ist und schon alleine deswegen keinen Grundzeugenstatus bekommen kann. Ich glaube schon, dass man es der Öffentlichkeit schuldig ist, auch die Antworten von Thomas Schmidt auf sehr, sehr viele Fragen zu bekommen. Was ist passiert mit den ganzen Steuervorteilen der ÖVPler? Für wen hat er sich eingesetzt? Wie ist der Kicker-Leiner-Deal von René Benko abgelaufen? Wie ist der Postsparkassen-Deal von René Benko abgelaufen? Was war mit dem Herrn Wolf? Ist es ein Zufall, dass zum Beispiel der Freund vom Herrn Wöginger Finanzamtschef geworden ist? Übrigens eine sehr interessante Nebenbeigeschichte ist, dass es damals ums Finanzamt Braunau gegangen ist. Und Braunau ist das Sitzfinanzamt der Firma KTM, wo der Herr Pierer die größten Parteispenden Richtung der ÖVP abgeliefert hat. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber das sind doch alles Fragen, die uns und auch Sie von den Medien interessieren sollten. Und genau deswegen hätte ich diese Themenkomplexe noch gerne abgearbeitet. Also uns hätte es natürlich interessiert, uns hätte natürlich auch die Aussage von Thomas Schmidt interessiert. Aber natürlich kann man jetzt auch argumentieren, wie es teilweise die ÖVP macht. Dafür ist nun mal die WKStA und dann schlussendlich die Gerichte zuständig. Es gibt immer 2 Ebenen. Das eine ist das Strafrecht, das machen nicht wir. Aber wir machen schon noch die politische Verantwortung. Und wir tun ja weder jemanden freisprechen noch schuldig erklären in einem Untersuchungsausschuss. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber das, was wir schon machen müssen, ist einfach, wir haben halt andere, wir haben nicht das Strafrecht als Maßregel, sondern einfach sowas wie die politische Moral. Und das, was man schon feststellen kann, geht das oder geht das nicht, unabhängig vom Strafrecht, ganz unabhängig davon. Ich will jetzt zum Beispiel bei der Frage, ist der jetzt ein Grundzeuge, ja, nein, das ist nicht Aufgabe der Politik, das festzustellen, das ist Aufgabe der Justiz, das machen Staatsanwälte und Richter, die sagen Grundzeuge, ja oder nein. Ich versuche immer, mich da total zurückzuhalten, immer auch was das Kommentieren von Urteilen betrifft. Natürlich habe ich eine Meinung, bin der Meinung, dieses Urteil ist gut, dieses ist schlecht. Aber gerade als Mitglied der Gesetzgebung darf ich das öffentlich nicht so laut sagen oder meiner Meinung nach nicht so laut sagen und muss mich halt zurückhalten in der Kommentare. Aber wir sind nicht für leise Sprechen bekannt, somit kann ich es tun. Ja. Das stimmt, also in dem Verdacht stand die FPÖ noch nie. Aber ich will jetzt nicht die Arbeit der Justiz kommentieren oder möglichst wenig, aber die politische Verantwortung, die muss klar sein. Und natürlich muss ich feststellen können, beim Herrn Wöginger, da hat er uns erzählt, das war jemand aus seinem Wahlkreis gewesen. In der Zwischenzeit wissen wir alle, das war falsch. Das war nur jemand aus seiner Partei, der weder in seinem Bezirk noch in seinem Wahlkreis wohnt, sondern ganz woanders. Und der war nicht bei ihm in der Sprechstunde, sondern bei der Parteisitzung. Und der hat gesagt, er möchte es werden. Und der Herr Wöginger sagt, aber ich wollte mich ja in die Entscheidung nicht einmischen. Ja, das kann jeder für sich selber beurteilen, wenn man 10-mal wo anruft, dann will man sich einmischen, ja oder nein. Ich glaube, wenn man 10-mal wo anruft, will man die Entscheidung beeinflussen. Weil wenn man die Entscheidung nicht beeinflussen will, rufe ich kein einziges Mal an, weil dann
habe ich die Entscheidung ganz sicher nicht beeinflusst. Und ein Gericht, nicht ich, ein Gericht hat festgestellt, der Parteifreund von Wöginger hätte es nie werden dürfen, weil die andere, die Frau, war wesentlich besser qualifiziert. Sie hätte das werden müssen, hat ein Gericht festgestellt. Und beim Wöginger geht es nur noch um die Frage, ist er, also wer ist verantwortlich dafür, dass es der Nichtqualifizierte wurde? Das ist ja nur noch die einzige Frage, die jetzt geklärt wird, weil der schlechter Qualifizierte das wurde, das hat ein Gericht bereits festgestellt. Ich komme schon zum Schluss und da ich mit Jan Greiner begonnen habe, kriegt dann nachher der Christian Hafenegger das Schlusswort ganz kurz noch. Ist jetzt damit auch die Aufklärung perdu, also jenseits der juristischen Aufklärung? Nein, das ist ja ein Irrglaube der ÖVP. Wenn die ÖVP glaubt, sie kann den Untersuchungsausschuss abdrehen und abwürgen und damit ist die Diskussion vorbei, nein. Erstens, die Gerichte werden jetzt noch wahrscheinlich Jahrzehnte beschäftigt sein mit der Aufarbeitung von dieser ÖVP der letzten Jahre, die wir erlebt haben. Das wird noch viele Jahre dauern. Und die politische Aufklärung, die ist auch nicht vorbei. Also wenn die ÖVP das glaubt, dann hat sie sich geschnitten. Christian Hafenegger. Dem pflichte ich bei und da gibt es ja schon wieder den nächsten Vorschlag der ÖVP. Ne? Die sagt, naja, solange Dinge noch nicht rechtlich aufgearbeitet sind, soll man es ja gar nicht in Untersuchungsausschüssen besprechen dürfen. Darf an den Fall Grasser und an die Buwok erinnern, das läuft jetzt 20 Jahre. In 20 Jahren brauchen wir jetzt keinen Untersuchungsausschuss mehr darüber machen, was die Frau Mikl-Leitner in ihren Netzwerken da in Niederösterreich versenkt hat. Das wäre ja Historikerkommission. Sonst eine Historikerkommission. Aber man sieht die Versuche der ÖVP, die immer wieder kommen. Sie kennen meinen Grundsatz, das ist ein alter pädagogischer Grundsatz, unerwünschtes Verhalten darf nicht zum Erfolg führen. Man kann natürlich über weitere Untersuchungsausschüsse diskutieren. Eines muss für mich aber schon klar sein, das österreichische Parlament darf nicht St. Pölten werden. Aber das ist noch ein guter Schlusspunkt. Das heißt, es könnte einen weiteren Ausschuss geben. Ich glaube, in der parlamentarischen Diskussion muss man sich immer über Missstände in der Republik unterhalten und schauen, wo man sich vielleicht ein bisschen genauer erkundig macht. Ja. Ich glaube tatsächlich, und das zeigen ja auch die offenen Themen, die jetzt noch da liegen, dass wir noch lange nicht fertig sind und kann man durchaus vorstellen, dass man in naher Zukunft über eine weitere Vorgehensweise diskutieren wird. Gut, danke Christian Hafenegger, danke Jan Greiner. Vielen Dank. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.